Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Atas und Michael Burgstahler. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder den Termin zusammen haben. Und das Thema können Sie ja bereits lesen. Heute haben wir die Einführung in den Footprint Chart. Auch darauf freue ich mich auf das Thema. Und natürlich vielen Dank schon mal für das Interesse und dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch entsprechend Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, hallo Costa und dann auch nochmal hallo Carsten. Dann auch natürlich offiziell nochmal hallo Michael. Ich hoffe, dir geht's gut und übergebe sehr gerne jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin aber im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Der Bildschirm sollte zu sehen sein und ich sollte hoffentlich zu hören sein. Ist dem so? So ist es. Das ist gut. Gut so. Für alle Neuen hier, mein Name ist Michael Burgstaller. Ich bin für Atlas zuständig im deutschsprachigen Raum und habe natürlich meine Finger auch in der Entwicklung und im Ideenverwerten der Plattform drinnen. Und unsere Webinare für die Neuen, die nicht jedes Mal dabei sind. Es freut mich immer, dass mehr Leute dazukommen. Die Webinare laufen so ab. Ich gebe ein kurzes Sneak Peek, also eine kurze Vorschau, was sich in der Plattform tut, was in Kürze auf euch zukommt, weil Atlas ist ständig in Weiterentwicklung und da passiert doch einiges. Dann werden wir kurz anstreifen das Thema, woher der Footprint kommt, wer den entwickelt hat. Also wirklich nur ganz kurz. Damit man sich einmal im Klaren ist, wo das Ding überhaupt herkommt. Ja, also es kommt nicht von Atlas und von allen anderen, aber dazu später. Und danach werden wir uns einfach ja, die Basics des Footprints ansehen in der Plattform. Und wir werden uns auch anschauen, für was das Ding überhaupt gut ist. Ja, es gibt Vorteile, es gibt natürlich auch Nachteile. Also es gibt keine eierlegende Wollmilchsau beim Handel. Aber ich hoffe, ich kann das in dieser Stunde so einigermaßen alles zusammenpacken und euch zeigen. Ich würde dann gleich anfangen mit der Plattform. Gebt mir eine Sekunde. Ich mache sie heute nicht über mein Logo auf, sondern ich habe vom Entwickler ein frisches Paket bekommen. Da gehen keine Updates, da geht gar nichts. Und ihr seht gleich der Login-Screen. Bei vielen von euch seht ihr das schon, hat sich erneuert. Jetzt zum Black Friday. Den werde ich auch kurz anschneiden. Wir haben ja jetzt dann Black Friday, da gibt es wirklich tolle Angebote für euch. Ich möchte auch gar nicht das Ding zu einer Werbeveranstaltung machen und gleich weiter fortfahren. Und wenn das Ding eben vorbei ist, dann ist hier ein ganz normaler Splash-Screen mit einer hübschen Grafik oder so. Ja, gut, dann hauen wir uns direkt in die Plattform rein. Und ich zeige euch zwei, drei neue Tools und möchte mich auch gar nicht zu lange damit aufhalten, damit ihr auch was mitkriegt, was in erster Linie der Webinarinhalt sein sollte. Ich ziehe mal Atlas hier rüber. So. Grundsätzlich hat sich hier im Schnellstartmenü einiges getan. Verzeiht mir die Übersetzungen mit Eröffnung und so, und das hat ChatGPT übersetzt. Da müssen erst die Mitarbeiter drüber, beziehungsweise ich. Und mir anschauen, ob diese künstliche Intelligenz wirklich so intelligent war bei der Übersetzung. Ja. Was passiert hier in diesem Schnellstart? Also nehmt einmal an, ihr startet Atlas das erste Mal. Ich habe es noch nie irgendwie damit zu tun gehabt. Dann habt ihr jetzt hier drinnen Getting Started. Das wird auch nicht so heißen ja, in Zukunft. Aber da sind also kleine Tutorials drinnen. Zum Beispiel, wie verbinde ich mich mit einem Handelskonto? Ich kann das aufmachen, kann das dann eben abspielen lassen und kann mir das anschauen, wie man sich mit einem Handelskonto verbindet. Das wird ständig erweitert werden. Da geht es dann eben, wie man Indikatoren hinzufügt, alles Mögliche, was eben so an Kundenfragen reinkommt. Vor allem für Neue werden hier so kurze Tutorials eben zur Verfügung gestellt. Da kann man dann abspielen. Manche haben jetzt schon ein Video drin. Mal gucken kurz, ob ich eines erwische. Noch nicht. Aber wie gesagt, das kommt alles. Dann sieht man da ein kurzes Video, wie die Sachen funktionieren und wie man die Sachen aufruft. Wie gehabt, habt ihr hier zwar neue Symbole, aber das ist
ja, nicht wirklich wichtig. Hier habt ihr einen haufenweise Templates. Hier kommen einige dazu noch für Charts, Templates für den Smart Home. Das gleiche mit Smart Tape und Fenster. Dann haben wir hier für Atlas Lizenznehmer haben wir hier die drei E-Books drinnen, die Clusteranalyse, Markt- und Volumenprofil und Smart Tape lesen. Das sind, wie gesagt, vollwertige E-Books, wo man sich wirklich einmal durchlesen kann, um was geht es überhaupt. Ja. Das kann man machen. Das hat man hier drin. Die ganzen Artikel, Videos, da kommt ihr zum YouTube-Kanal. Hilfezentrum kommt ja quasi auf die Hilfe-Webseite. Community und Ideenmanagement ist bei uns neu. Also ihr könnt Ideen zur Verbesserung der Plattform einbringen. Wir kümmern uns dann darum, das wird gewotet. Wird geschaut, wie viele Händler diese Idee für gut finden, und an dem orientieren wir uns auch. Ja. Und das ganz normale, kontaktieren Sie uns und Verbindungen. Also diese Sektion wird noch erweitert. Hier kommt ja noch und noch dazu. Ich mache mal kurz was auf und schiebe es euch rüber. Das ist ja eine unserer Baustellen. Ich mache es mal groß. Am richtigen Monitor mache ich es groß, damit ihr das sehen könnt auch. Also wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr zu eurer Statistik. Da kommt eben die Account-Statistik. Hier habe ich die letzten Tage was getestet. Da sieht man dann eben den Zugewinn, die Account-Nummer, Demo natürlich beim Testen, Drawdown, Trades, Winrate, also 15 Tage lang System getestet. Und das rollen wir ja auch in Zukunft für Rhythmic-Accounts aus und für MetaTrader-Accounts. Das heißt, ihr könnt euch dann quasi auch eure Live-Konten, könnt ihr euch dann im Prinzip auswerten lassen. Und das ist ja nur der erste Step. Hier geht es ja dann weiter mit einem wirklichen, ich sage es jetzt einmal so ein Trading-Tagebuch, ja, ein richtiges Journal. Das ist eigentlich die Vision, die hier dahinter steht. Es geht halt nicht von einem Tag auf den anderen, aber sie sind bemüht und es passiert was. Was sich groß geändert hat, und das schauen wir uns ganz kurz hier an, ist das komplette Smart Dome Modul. Hier gibt es für Leute, die das verwenden, gibt es, Moment, ich lade schnell was. So, gut. Für Leute, die das verwenden, gibt es einige Verbesserungen. Wir werden auch ein eigenes Webinar zum Markttiefe, zum Domhandeln und zur Heatmap machen, weil da kommt in Zukunft auch was auf uns zu. Der ganze Dom, das Modul, ist jetzt nun Hardware beschleunigt und wird auch über die GPU gerendert, was uns einen massiven Geschwindigkeitszuwachs bringt. Das zum einen dem einhergeht, das Rendern der Schriften, die sind jetzt knallscharf und sind nicht mehr so verpixelt wie früher. Pooling und Stacking bekommt einen neuen Algorithmus dahinter, damit ihr eben Absorbing, Pooling, Stacking, Eisberge besser sehen könnt. Das wird eine gute Sache werden. Und was wir noch gemacht haben, es wird immer Leute geben, die das nicht gut finden, aber wir haben das Ganze vereinfacht. Ja, wir haben jetzt da zum Beispiel die Schrifteinstellung und die Farbe und das Alignment, also die Ausrichtung für den gesamten Dom. Ja, wir haben das früher gehabt, dass jedes einzelne Modul, hast du die Schriften einstellen müssen, jedes einzelne Modul, hast du gesagt, fett, linksbündig, rechtsbündig, Farben. Wir simplifizieren das Ganze, dass für euch die Arbeit einfach leichter ist. Und dann kommen eben so Kleinigkeiten dazu, wenn ich hier über den Ask gehe, dass der Preis markiert wird, ja. Wir haben auch das Order-Fenster komplett überarbeitet. Ich schmeiße hier mal eine Order rein. Dann seht ihr hier den Queue, die Order, was es ist und wo sie liegt. Und wenn ich sie fillen lasse, also das geht mit Drag and Drop. Und wenn ich sie fillen lasse, dann habe ich hier sofort mein Profit und Loss. Das ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber so wird es kommen. Ja, es ist einfach eine gute Sache, das so zu machen. Und andere Kleinigkeiten werden auch verbessert. Aber wie gesagt, gehen wir nicht zu tief ins Detail rein, was das betrifft. Nur, dass ihr Bescheid wisst, was sich hier tut. Ich glaube, zu diesem kleinen Ausblick, da bin ich jetzt auch schon durch, gibt es keine Fragen, oder? Gibt es Fragen? Bin gut zu sehen, bin gut zu hören, das freut mich. Hallo Wolfgang, hallo Carsten, hallo Costa. Gut, dann schließen wir das ab, damit wir da jetzt nicht zu weit reinmarschieren in das Ganze. Aber ihr könnt euch sicher sein, es tut sich was, es tut sich viel und es kommt einiges. Und ich kann auch hier verkünden, dass für die Heatmap,
Ja, wenn man die Heatmap öffnet, die Historie gleich mitgeladen wird, das ist jetzt in aktiver Entwicklung, das wird nicht mehr allzu lange dauern und man hat eine Heatmap vom Öffnen weg. Gut, soweit. Dann gehen wir zum Thema Footprint. Was ist der Footprint? Wo kommt er her und für was ist das überhaupt gut? Ich denke, die meisten von euch wissen gar nicht, wo der Footprint-Chart herkommt. Und zwar ist es so, dass der Footprint-Chart 2002 mehr oder minder erfunden wurde und da hat es eine Trading-Plattform gegeben, die heißt Market Delta. Ja. Die haben diesen Footprint-Chart mehr oder minder erfunden und zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass der Name Footprint-Chart war sogar markengeschützt. Und das sind unsere Überbleibsel in Atlas, dass du zum Teil es hier mit Cluster-Charts zu tun hast und vom Wording her nicht mit Footprint-Charts. Market Delta ist dann von CQG gekauft worden und ist dann in den Konkurs geschickt worden. Ich müsste nachschauen, ich habe mir das irgendwo hier aufgeschrieben. Die sind jedenfalls in den Konkurs geschickt worden und dann war es vorbei mit Market Delta. Also der erste Footprint Chart, die haben wir das hier rausgesucht. Also es war nicht wirklich großartig was anderes wie heute. Ja, aber das war eben schon 2002 so der Fall. Zur gleichen Zeit sind heute die Jungs von Atlas hergegangen und haben diese Idee natürlich auch aufgegriffen und verfeinert bis zum geht nicht mehr. Also das Ding ist circa ja, über 20 Jahre alt, kann man sagen. Ne? Und die Firma, die das entwickelt hat, die gibt es gar nicht mehr. Also ich würde mich heute ja sagen trauen, die waren ihrer Zeit voraus, aber es war halt nicht die richtige Zeit. Ihr könnt hier natürlich Fragen einstreuen, so wie der David. Wann Atlas für den Mac rauskommt. Es wird aktiv entwickelt und ich hoffe, dass es Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres soweit ist. Es kommt ganz darauf an, mit wie vielen Problemen, dass diese Entwicklung behaftet ist. Wir müssen auf jeden Fall schnell sein. Warum müssen wir schnell sein? Weil Mac-User jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einen absoluten Nachteil haben, weil Parallels einfach schläft. Ja, also neue Softwarepakete arbeiten alle mit OpenGL 4.4, 4.5 und die Dinger sind 5, 6 Jahre alt. Also das ist nicht von gestern. Und Parallels arbeitet, glaube ich, noch immer mit OpenGL 4.2. Das heißt, Mac-User können die ganze Performance von Atlas im Moment gar nicht abgreifen. Und deswegen schauen wir auch intern, dass wir da was machen. Wir sind mit Parallels in Kontakt, aber das ist alles relativ mühsam. Ja. Also, die haben ihre Support-Foren voll damit, weil es nicht nur Atlas betrifft, sondern auch AutoCAD und wie die Tools alle heißen. Ja. Der Wolfgang fragt, warum meine MarkTiefe im ES limitiert ist. Ich habe hier gar keine MarkTiefe eingeblendet. Das heißt, ich habe den Indikator gerade rausgeschmissen, weil das Webinar geht um die Footprint-Charts. So, und damit wir das alles besser zeigen können und einfach verstehen, mache ich hier einfach einen Tageschart. Ich hoffe, diese Version lässt mich nicht im Stich heute. Wir machen einen Tag, wir machen Fullscreen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, was ist ein Footprint? Ein Footprint ist im Prinzip das Innenleben einer Kerze. Es ist hier auch völlig wurscht, ob man hier eine Tageskerze, eine Minutenkerze, eine Dickchartkerze, eine Renko-Bar oder irgendeinen anderen Verlauf, im Prinzip ist ja das ein Kursverlauf über einen Tag, es ist völlig wurscht, in was wir da reinschauen. Der Footprint-Chart gibt uns die Möglichkeit, dass wir in diese Kerze, und Atlas hat das ja nett gelöst, wenn wir reinzoomen weit genug, macht sich hier der Footprint-Modus auf. Wenn wir den Footprint-Modus betrachten, geht hier links ein Menü auf. Und hier kann man sich über einige voreingestellte Footprint-Modi freuen. Das heißt, man kann das natürlich alles selber einstellen hier, was man für ein Content haben möchte, Chart-Modus, welche Profilart möchte ich haben, vollständige Zeile, möchte ich Trades sehen, möchte ich das Volumen sehen. Das seht ihr jetzt gar nicht, weil ich reinzoomen muss. So, seht ihr. Ich kann mir im Prinzip. Der klassische Footprint-Chart war ein Bid-Ask-Chart. Das heißt, der war im Prinzip so aufgestellt. Du hast auf der linken Seite und auf der rechten Seite gesehen, wie viele haben in den Ask gehandelt, wie viele haben in den Bid gehandelt, also wie viele haben gekauft und wie viele haben verkauft. Das war die klassische Ansicht.
des Ganzen. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir uns aussuchen können, welchen Content wir hier auf jeden Preis sehen möchten. Ja, wenn ich das Gesamtvolumen sehen möchte, dann stelle ich hier auf Gesamtvolumen. Wir verkürzen hier. Ihr seht, die 5000 sind nicht ausgeschrieben. Ich hoffe, die Version gibt es wieder mal her. Hier gibt es nämlich Volumenwerte minimieren. Wenn ich das ausschalte, habe ich hier in Echtzeit natürlich, wie viele Kontrakte auf jeden Preis gehandelt worden sind. So, das ist der Klassiker. Neben dem Bid Ask ist das der Klassiker. Ich sehe jetzt quasi, was sehe ich hier? In Wirklichkeit ist das wie ein Volumenprofil. Ja, ich sehe auf jeden Preis, wie viel gehandelt worden ist. Ich kann mir auch anzeigen lassen, wie viele Trades sind ausgeführt worden auf den Preisen. Das heißt, wo haben die meisten Leute gedrückt beim Volumen? Wo haben die meisten Leute das meiste Volumen gehandelt? Wie gesagt, ich habe hier die Bid-Ask-Seite. Da sehe ich, in welche Seite das meiste gehandelt worden ist. Ich habe aber auch Delta. Und da werden einige von euch, vor allem die Neuen, gleich wieder kurz aussteigen. Hier sehe ich die Differenz an Käufen und Verkäufen. Jetzt werden aber einige sagen, eieiei, es gibt ja für jeden Käufer einen Verkäufer und für jeden Verkäufer einen Käufer. Also wo kann da eine Differenz herkommen? Das ist ganz einfach erklärt. Man hat ja aktive Marktteilnehmer und man hat passive Marktteilnehmer. Das heißt, aktiv ist der, der was jetzt auf Kaufen oder Verkaufen drückt. Und auf der gleichen Seite, jetzt werde ich den Wolfgang einen Gefallen machen. Ich werde hier noch einmal kurz die Markttiefe reinholen, damit wir das auch verstehen, aber nicht zu weit ins Delta reingehen. So, ich habe hier die Markttiefe. Hier sehe ich in Echtzeit, wie viele Limit Orders auf der Kauf- und Verkaufsseite stehen. Und ich werde jetzt ganz radikal mir Atlas kurz abschießen hier. Das heißt, ich werde den Datenfeed stoppen und hoffen, dass das ganze Werkel hier stehen bleibt. Jawohl. So, ich habe das jetzt einfach einmal gestoppt, damit wir einigermaßen sehen, was hier passiert. So, wir sind jetzt am Kurs. Ich habe den Datenfeed gestoppt auf 4.075,25 am S&P Future. Wir haben hier auf der Bid- und Ask-Seite 79 und 47 liegen. Das heißt, es müssen 79 Leute auf Kaufen drücken, ja, dass wir einen Uptick machen. In der gleichen Zeit dürfen aber nicht andere Leute Limit Orders hier rein nachlegen. Also ich versuche das jetzt ganz einfach runterzubrechen. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen 47 Leute verkaufen, damit wir einen Downtick machen. Das heißt, das ist Best Bid, Best Ask. Das ist das, was jetzt gerade passiert am Markt. Wenn ich jetzt hergehe, und ich habe ganz viele, ich nenne sie jetzt einfach mal Retailer, damit wir das Ganze auseinander definieren können. Jetzt nehmen wir an, wir haben hier tausende von Retailer, die einen Lot hier reinhandeln. Ja? Und in der gleichen Zeit kommt irgendeine Bank daher, also das ist nur eine Story, kommt irgendeine Bank daher und legt tausende Limit Orders hier noch rein. Dann habe ich in dem Moment mehr Market gekauft wie verkauft. Das Delta konzentriert sich auf Market. Und wenn ich hier ständig Limits nach reinkriege und es wird immer gekauft, gekauft, gekauft und ich mache keinen Uptick, ich komme nicht drüber, weil immer wieder hier nachgelegt wird auf diesen Level, auf die 79, dann habe ich das Phänomen, dass mehr gekauft wird, aber der Markt nicht steigt. Ich habe aber auch das Phänomen, dass hier dann extrem viele Long im Markt sind, weil ja hier die Limits immer nachgelegt werden und hier immer reingekauft wird. Wenn es jetzt natürlich so übertrieben wird, dass hier extrem viele Limits gestellt werden und in der gleichen Zeit extrem viel gekauft werden und der Nachschub an Limit Orders hört nicht auf, dann habe ich hier auf einmal eine Masse, die long ist. Und natürlich ist es dann interessant, was passiert, wenn der Kurs eben durch diese Nachlegen von Limit Order nicht mehr hoch kann, sondern runter geht, weil dann irgendwann einmal die Buying Power von den Marktteilnehmern auch erschöpft ist oder der Markt wird manipuliert. Dann habe ich hier einen großen Haufen Leute sitzen, die long sind und die ja dann natürlich schließen müssen, wenn es nach unten geht. In irgendeiner Art und Weise, auf irgendeinem Level. Aber die liegen halt falsch. Die sind halt getrappt. Das heißt, die haben sich im Prinzip hier falsch positioniert. Also, das ist nicht Marktcontent hier. Wir haben ja von der Kerze, dass ich euch das erklären kann. Also, die gehen da rein long. Ja. Das Delta steigt ins Positive, Positive, Positive. Und somit kommt dieser Delta-Wert zustande. Haben mehr Leute auf diesem Level Market gekauft oder verkauft? Okay. Gibt es da so Fragen?
Wolfgang fragt, warum die Marktinfo am S-Chart limitiert ist, mein aktueller Chart, weil dieser Datenfeed entweder nicht mehr hergibt. Lass mich gucken. Sorry. Also das, was ihr am Chart seht, kommt ja immer auf euren Datenfeed drauf an. Und so. Jetzt ist es auch für den Wolfgang besser, hoffentlich. Also ihr seht hier auf der rechten Seite, das ist dann ein anderes Webinar, wo es wirklich nur um die Markttiefe, um die Heatmap und um den Dom geht. Hier seht ihr eben, was auf der passiven Seite los ist. Und hier seht ihr in Echtzeit, was auf der aktiven Seite los ist. Und gleichzeitig seht ihr das ja auch. Einen kleinen Moment, ich öffne euch was. Also ich hoffe, es ist euch nicht zu streng, aber es muss halt sein. Ja, das muss man einfach alles wissen, mehr oder minder, damit man sich daran auskennt und nicht von den Zahlen erschlagen wird, weil das ist leider so großteils, dass das am Anfang richtig viel Information ist. So, ich versuche hier euch was zu zeigen, aber er lässt mich mehr oder minder nicht. Ich gehe hier geschwind drauf und mache hier diesen hier. So. So, wir haben hier jetzt im Prinzip Daily Candles. Es ist auch völlig wurscht, was wir hier einstellen. Wir sehen, dass der Kurs hier ist. Wir sehen hier, was die Limit Orders machen. Und wir sehen am Smart Tab in der gleichen Zeit, was die Market Orders machen. Das heißt, ich kann das Gott sei Dank einfrieren. Ich sehe hier, auf welchen Preis, wie viel, in welche Richtung Market drücken. Ja, ob sie jetzt 11 kaufen, 5 verkaufen, 9 verkaufen, 2 kaufen. Und jede dieser Zahl, die hier im Market gedrückt wird, nimmt dem Limitbuch die passiven Teilnehmer weg. Das heißt, für jede Market Order wirst du bedient mit einer Limit Order von den anderen. So funktioniert das Ganze. Ja. Gut, also, dann haben wir das jetzt einmal geklärt und die Markttiefe und das Delta, das ist eben das, was die meisten halt am Anfang ein bisschen verwirrt. Das ist eben dieses, das, was dir aussagt am Preis, gibt es eher mehr negative oder Verkäufer oder mehr Käufer. Was kann man mit dem ganzen Ding anfangen? Ich zeige das gern her, weil es Sinn macht. Und machen wir es einmal. Wir sind hier, schauen wir mal auf dem. Probieren wir es mit dem Daxili am 3-Minuten-Chart. Seht ihr, ich habe hier einen ganz normalen Chartverlauf. Machen wir vielleicht 5 Minuten. Mal was los ist. Chartverlauf, ihr könnt, wenn ihr unten hier in der Leiste zieht, könnt ihr reingehen und könnt ihr direkt reinzoomen und schauen, was los ist. Warum nehme ich den FDAX? Weil ich jetzt, wir haben natürlich nichts vorbereitet für das Webinar, aber ich versuche euch jetzt da live ein, zwei Stellen am Chart zu zeigen, die signifikant sind. Und hier haben wir zum Beispiel schon eine gefunden. Man sieht, ich mache das ein bisschen größer für euch zu Hause, man sieht hier im Prinzip, Footprint-Chart, hier haben wir das Delta 5, minus 7, 9, minus 11 und so weiter und so fort. Und wir sind ja eben angestiegen und hier auf diesem Preis, das ist nämlich recht lustig, das ist die 16.028, hat man gesehen, dass hier im Prinzip ein überdurchschnittlich großes Delta ist, würde ich mich jetzt sagen trauen. Ja, also das ist jetzt wirklich, ich habe nichts vorbereitet, ich schaue mir das einfach an. Ich würde mich sagen trauen, hier haben wir ein überdurchschnittlich großes Delta, das heißt hier haben viele gekauft. Und im Orderbuch des FDAX, da haben wir 5, 6, 7, ich weiß gar nicht, was da los ist, das ist ja recht dünn. Ja. Das heißt, hier haben 46 gekauft, im Orderbuch vom FDAX sind im Schnitt, könnten reinschauen, dann müsste man jetzt nicht spekulieren. Okay, jetzt zur jetzigen Zeit haben wir 15, 14, 19, also so irgendwie sind wir unterwegs. Na. Und hier haben wir im Prinzip einen Fall, wo dir der Footprint hilft. Ich habe jetzt kein besseres Beispiel gefunden. Ihr müsst schon durchgehen und ein bisschen Research machen, wo viele am Top gekauft haben, was falsch liegen und dann hier oder hier schließen müssen, um wieder rauszukommen. Okay, so kann man es zumindest interpretieren. Wir können hier ein bisschen weiterschauen. Es gibt das Ganze auch auf der falschen Seite. Und Atlas macht so, umso größer der Wert ist, umso stärker werden die Farben und das lässt sich auch frei einstellen. Das kann man auch mit einer Heatmap hinterlegen, das Ganze. Aber das sind so Dinge, wo man eben sieht, wo jedenfalls ein großer Überhang einer Partei stattgefunden hat. Ja, es gibt sicher einige, die werden wahrscheinlich den S&P handeln, dann können wir uns das auch einmal anschauen. Da spielt sich natürlich von den Zahlen her schon wieder ganz anders ab. Ich habe hier auf dieser Seite mehr, natürlich werden mehr auf Preis auch gehandelt. Ja, ich kann mir dann im Prinzip mit gewissen Tools dann in Atlas Cluster suchen, wo extrem viele Leute falsch liegen. Ja,
Das ist meistens auf markanten Hochs und Tiefs, wo extrem viele Leute sich einfach falsch positionieren. Ja. Und das ist was, was man sich in der Historie anschauen kann. Also ich sehe hier, dass hier recht viel gekauft worden ist für den Zeitpunkt. Ja, 171, 153 und sonst haben wir da irgendwie 15, 20, 10, 45, 54. Und das Ding hat es einfach nicht geschafft, dass es hier höher geht. Wenn man das natürlich in Echtzeit sieht und man hat eine Heatmap mitlaufen oder man sieht eben das Orderbuch und man sieht eben, dass diese Levels hier bedient werden mit Limit Orders, dass eben keine Chance gibt, dass man weiter steigen, dann kann man sich natürlich mit solchen, also man kann sich aus diesen ganzen Dingen Setups bauen, natürlich. Dann kannst du hergehen und sagen, ich weiß, hier sind extrem viele auf der Kaufseite, es geht aber nicht rauf. Ich stoppe mich einfach hier ein und habe mein Risiko einfach hinter diesem Bereich, wo diese Limit Orders den Weg verstellt haben. Ich möchte hier dazu sagen, ich bin kein Coach, ich coache nicht. Ja, ich habe auch keine Systeme oder sonst irgendwas anzubieten, möchte ja auch nichts verkaufen. Das ist einfach, was es rein technisch einfach zu sehen gibt auf diesem Chart. Ja. Man darf sich aber auch beim Researchen und beim Anschauen, man muss ein bisschen schauen, welche News waren auf dem Tag, ist irgendwas passiert. Das kann natürlich einiges verfälschen. Ja, dann haben wir ja kein normales Marktverhalten mehr. Das ist auch, ich würde sagen, ein Klassiker. Seht ihr hier, bevor wir zu dieser, gucken wir uns nochmal an, dass ich keinen Blödsinn sage. Also, wir schauen uns das an, vor 11:50 Uhr bis 14:20 Uhr, also ihr könnt euch das da anschauen, das ist alles relativ normal, 156 minus 234, dann haben wir hier noch ein paar Level mit 105, 117 und dann geht es da hier ein bisschen los und dann kommen wir zu einem Punkt, wo einfach hier am Top ein gewaltiger, oder gewaltiger, so gewaltig war er nicht, aber ein großer Überhang eben an Market Buys war und wenn er dann halt nicht weiter steigt, dann muss er halt in die andere Richtung, ja, also wenn dort die Buying Power fehlt, dass das Ding nach oben getrieben wird, dann wird die Partei einfach zu schwach und es geht in die Gegenrichtung und diese müssen irgendwann einmal realisieren. Wir wissen ja nicht, sind die kurzfristig, sind die langfristig, ist das einer, der was sowieso 3 Wochen lang hält, das weißt ja du alles nicht, aber du kannst darauf spekulieren, wenn hier gekauft wurde und es geht in die falsche Richtung, dass hier irgendwo zurückgekauft oder verkauft werden muss in dem Fall. Also das ist natürlich alles Spekulation. Aber für das ist zum Beispiel jetzt da ein Einsatzgebiet des Delta-Charts, ja, also des Delta-Footprints. Sehen hier das Gleiche, eher mehr in die andere Richtung noch. Das sind jetzt keine das sind keine Top-Beispiele. Ich scroll einfach durch den Chart und suche ein paar Dinge raus. Ja, am besten ist es einfach für euch, wenn ihr euch das anschaut bei eurem Instrument, was ihr handelt, keine Ahnung, vielleicht sind hier einige dabei, die was gern Öl handeln. Dann kann man sich das natürlich auch am Öl anschauen. Es funktioniert einfach überall. Pardon. Es funktioniert überall, wo Volumen gehandelt wird. Ob das jetzt am Future ist, ob das bei den Aktien ist oder ob das bei den Kryptos ist, spielt keine Rolle. Ja. Und das kann man sich natürlich je nach Markt anschauen und jeder Markt verhält sich ein bisschen anders. Also da müsst ihr auch aufpassen. Es gibt keine fixe Regel. Es gibt Märkte, die überschießen diese Levels gern. Es gibt Märkte, die, vor allem dickere Märkte, die bleiben relativ konstant stehen. Dann schaut ihr euch das an und dann könnt ihr zumindest sehen, und das ist Fakt, wo einfach Leute falsch sind. In so einer Bewegung, gell? Also ich weiß ja das vorher nicht. Also jetzt schauen wir uns das einfach an. Das, was jetzt kommt, sehe ich ja nicht, das weiß ich ja nicht. Das ist immer nicht so Sachen zu erklären, wenn man alles schon sieht. Also wenn ich hier auf einen Downtrend komme, tief, hoch, dann ist das natürlich eher keiner, der falsch liegt. Ja. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. Also das ist dann eher bei markanten Hochs oder Tiefs, so wie, ja, das ist jetzt kein perfektes Beispiel, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr seht einfach Leute, die in dem Fall richtig liegen. Ja, wir haben 249 mehr gekauft und das ist schon relativ gut für das, was wir hier sehen. Die liegen richtig. Ja. Also es geht auch in die andere Richtung. Du siehst, ob viele richtig liegen und mit dem Preis gehen oder ob extrem viele falsch liegen und gegen den Preis liegen. Ja. Man kann dann natürlich immer alles Mögliche rein interpretieren. Wir haben hier, ja, kommt von oben,
Das schauen wir uns dann noch an. Kommt von oben, sehen wir hier. Wir korrigieren und kommen wieder auf den Level. Und dann kann man natürlich hineininterpretieren in diese ganze Partie hier jetzt, in diesen Bereich, weil hier geht es ja darum, wo haben wir denn das? Hier geht es ja darum, ob wir quasi ein neues Tief machen bei dieser Bewegung. Schauen wir es uns einmal an. Also runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, haben wir schon nicht einmal mehr ein neues Hoch gemacht. Und da sieht man ja auch im Nachhinein bei der Betrachtung, dass es hier darum gegangen ist, weiter runter zu gehen. Das heißt, du hast hier massive Verkäufer, die haben es nicht geschafft, dann hat das Ganze korrigiert und dann haben wir es hier noch einmal probiert, diese Levels zu durchbrechen nach unten und da waren einfach genug Limits am Weg. Also die Limit Orders haben diese Bewegung aufgehalten. Ja? Nicht die Markets, die Limits. Wenn zu viele Limits da sind, die eben diese Verkäufer nicht catchen können, dann geht es halt in die andere Richtung. Es gibt hier einige Fragen, die ich sehr gerne beantworten werde. Kleinen Moment. Ach, ich bin ein bisschen krank, das ist nicht gut mit dieser Stimme. So. Der Oliver fragt, also beispielsweise minus 500 bedeutet, dass 500 mehr Market verkauft haben als bei, nee, als bei Limit kaufen. Nee. Das bedeutet, dass 500 mehr Market verkauft als Market gekauft haben. Ja. Mit jeder Market Order bedienst du eine Limit Order. Und die Zahl hier drinnen sagt einfach, schau, das habe ich noch ein gutes Beispiel hier. Machen das schön groß. Das ist nur fürs Verständnis her. Wir sehen hier 51, 57, 61. Merken wir uns diese drei Level hier. Ich stelle das jetzt mal um auf Volumen. Und wir sehen hier, dass es 125, 87, 61 waren. Ich stelle jetzt wieder zurück aufs Delta. Also wir haben gesehen, über 120 waren hier. Ja, das heißt, es waren im Prinzip 51 mehr insgesamt an die, die verkauft haben, als gekauft haben. Jetzt kann man sich das zurückrechnen. Und dann kann man sich natürlich einen anderen Modus hier reinschauen. Das ist eben dieser Bid-Ask-Modus, wo du eben siehst, ist es nach oben in die Ask-Seite gekauft worden oder ist es nach unten in die Bid-Seite verkauft worden. Und das kann man sich dann genau anschauen. Ja. Da gibt es noch eine Frage. Der Christian möchte gern wissen, ob ich eine Order-Eingabe zeigen kann. Es gibt hier mehrere Varianten für die Order-Eingabe. Wir bleiben hier gleich, damit es nicht zu schnell geht, gehen wir auf den S&P 500. Also, ihr könnt mit der harten T-Taste auf der Tastatur, könnt ihr euch das Trading-Panel aufmachen. Hier könnt ihr Market reingehen. Hier könnt ihr alles canceln, hier könnt ihr die Position drehen, hier habt ihr einen Close-Button. Hier könnt ihr auch das Konto aussuchen, in das gehandelt werden sollte. Hier könnt ihr OCO-Orders aktivieren, die Stück einstellen, die Gültigkeit der Limit-Order und hier könnt ihr ATM-Strategien hinzufügen. Das heißt, ihr könnt vorhin schon definieren, Profit-Target und Stop. Wir machen das jetzt einfach einmal so mit 10-10. Ne? Das heißt, man kann die dann eben hier einschalten und ausschalten, die Strategie. Die ist jetzt scharf. Ich zeige, das ist jetzt der automatische Weg von dem Ganzen. Das heißt, wenn ich jetzt Market Buy gehe, ja, dann fragt er mich, ob ich das machen möchte. Dann kann ich das hier im Prinzip mit einem Klick für die Zukunft ausschalten. Das ist der Ein-Klick-Handelsmodus. Und er legt mir automatisch eben nach der aktivierten Buy Market, legt er mir automatisch jetzt da mir meine Stop und meinen Take Profit quasi in den Markt. Ja, ihr habt hier noch die Möglichkeit, dass ihr die Anzeigemodi hier umschaltet auf Prozent, auf Ticks und komplett ausschalten. Bei manche vertragen das nicht, dass der Geldbetrag gesehen wird. Manche gehen wirklich nur auf die Tick-Werte. Das ist ein bisschen eine psychologische Geschichte. Das ist der eine Weg. Na? Ich mache das Ding jetzt mal zu. Und über die ATM-Strategie ist es auch so, dass wenn ich die Position rausnehme, sind meine Limit-Orders mit verschwunden, so wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Also ihr lauft nicht Gefahr, dass da irgendwas im Markt liegen bleibt. Ihr läuft Gefahr, dass was im Markt liegen bleibt, wenn ihr das manuell macht.
Das heißt, ich schalte jetzt diese aus. Jetzt da ist keine Strategie da. Das heißt, ich muss alles händisch setzen. Und Atlas macht das im Prinzip für euch automatisch. Ihr braucht nur die rechte Maustaste klicken. Hier könnt ihr eben einen Kaufstopp oder Verkaufslimit machen. Und wenn ich unterhalb vom Preis bin, kann ich einen Kauflimit, einen Verkaufsstopp machen. Ja. Das heißt, ich habe hier was gekauft und mein Take Profit wäre natürlich, wenn ich was verkaufe. Und mein Stopp ist dann hier im Prinzip der Verkaufsstopp. Ich muss es leider Gottes billiger verkaufen, mache Minus. So funktioniert das. Es lässt sich ganz normal schieben und dann kommen wir noch zur nächsten Variante. Gibt es auch noch eine, für das brauchen wir gar keine neue Position aufmachen. Ihr habt die Möglichkeit, ich hoffe, das geht jetzt im Webinar, wenn ich auf Gehalt einer Leertaste stehe, dann macht sich hier dieser blaue, dann wird der Mauszeiger blau und man sieht auf der linken Seite Buy Limit Sell Stop und wenn ich raufgehe, Sell Limit Buy Stop. Und ihr könnt hier im Prinzip ganz schnell Orders in den Markt legen, ja, um euch einstoppen zu lassen, um Orders zu verschieben und so weiter und so fort. Hier passiert auch noch einiges. Ja, ich muss nur schauen, ob mir der Andrew das eingestellt hat. Ich glaube, das gibt es hier noch nicht. Ich schaue nur geschwind, ob ich euch das zeigen kann. Ich kann es euch noch nicht zeigen, weil es gäbe hier noch eine weitere Order-Eingabe und die wird hier oben implementiert. Das ist im Prinzip, wie ihr das vom MetaTrader kennt, ein großer Verkaufs- und Kaufbutton mit dem Spread in der Mitte drinnen und den Preisen. Das sollte hier noch hinzukommen. Ich habe es jetzt noch nicht gefunden in meiner Version, tut aber nichts zur Sache. Das kommt noch. Das wäre dann die allerletzte Variante, ist natürlich das komplette Management der Orders und der Stops und alles drum und dran im Smart Dome. Das ist immer das, was ich präferiere im Normalfall. Der Oliver sagt, und wenn der Kurs dann dennoch nicht fällt, er geht jetzt auf dieses Beispiel mit den Limit Orders ein, dann ist hier irgendjemand, der seine Orders in den Markt bringen möchte. Ja, also wenn hier dauernd reinverkauft wird und irgendwer bringt da seine Limit Orders am Ask immer mit rein in den Markt, dann bewegt sich einmal gar nichts. Entweder die Limit Orders hören auf zum Nachbesetzt werden, ja, oder die Marketkäufer werden halt so groß, dass das einfach bis Business-Seite hier im Prinzip schwächer wird. Ihr seht das hier ja in Echtzeit, das passiert ja die ganze Zeit. Ja. Außer ihr habt Levels oder irgendwelche großen Marktteilnehmer, die eben sehr viel Geld haben und das Ganze so bedienen können. Aber ihr seht ja jetzt genauso, dass reinverkauft wird. Ihr habt es gesehen, der Level sinkt, 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 wird reinverkauft. Ihr seht das hier ganz genau, was hier passiert, ob aufgefüllt wird oder ob eben nicht aufgefüllt wird, ob abgezogen wird. Es kann auch sein, dass du hier einen Marktteilnehmer hast, der was hier auf 5 Level gleichzeitig 20, 30 Kontrakte abzieht. Na, was passiert dann? Wenn hier kein Widerstand mehr ist auf der Limitseite, dann tut sich der Markt leichter, dass er nach oben geht. Ja, also da würde ich euch, das wird ein ganz interessantes Webinar, wenn wir uns dann wirklich Markttiefe anschauen und auch einmal definieren, für wen ist das überhaupt, braucht das ja jeder. Ja, wenn ich ein Swing Trader bin, dann weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ja. Die zweite Schule sagt halt, man braucht es immer. Es ist egal, weil du eben mit solchen Nuancen einfach immer einige günstiger in den Markt kommst, wenn es das beherrscht. Ja. Gut, weiter geht's mit den Fragen. Der Thomas, hallo Thomas, er ist relativ neu. Das Delta ist die fettgedruckte weiße Zahl im Footprint, so richtig? Nein, Moment. Also, ihr könnt bitte alle Fragen stellen. Ja, also ich bin dafür da, euch alles zu beantworten, was ich weiß. Es ist egal, welcher Footprint-Modus das aufgerufen ist. Die fettgedruckte Zahl hier drin, das ist das mit dem Maximalvolumen. In dem Fall, ja. Sollte ich mich nicht täuschen. Ja, ist so. Also die fettgedruckte Zahl ist einfach in dieser Kerze der Maximalwert. Ja, das Delta ist jede Zahl hier. Ja, hier sieht man nur fettgedruckt, wo das Maximalvolumen war. Ja, also tut es euch da nicht verwirren lassen. Hier stehen zwar 104, aber in Wirklichkeit, schaut euch das an, an dem Level sind eben
jetzt 600 getradet worden. Das heißt, dieser Level kann sich jetzt natürlich auch verschieben, das Fettgedruckte nach unten, wenn hier mehr getradet worden ist, wieso? Also das ist im Prinzip wie ein POC, das ist ein Maximum Level. Siehst du, jetzt ist unten das 700, jetzt ist der fett. Ja. Und so kannst du das historisch auch auf jeden Preis sehen, wo das Maximalvolumen war. Man kann ja auch einen Footprint, und bleiben wir jetzt bei den Footprints, komplett zweckentfremden auch. Ja, es war ja nicht im Sinne des Erfinders, den Footprint-Chart zu einem Volumenprofil zu machen. Ist aber möglich. Ja, ich kann hier das Ding auf Volumen stellen und wenn ich auf Digital-Histogramm gehe, dann sehe ich eben die Volumen. Das heißt, ich kann mir für jeden Kerzenart, für jeden Timeframe, für Daily, für Renko, für alles, jeden einzelnen Kerze kann ich mir hier als Volumenprofil darstellen lassen. Ja, kann ich machen. Ich habe meinen POC, das ist das Maximalbereich, und ich könnte sogar, lasst mich das finden, eine Value Area dazu reinmachen. So, jetzt habe ich auf einmal vor jeder Kerze in diesen M5-Chart, wir sind ja auf M5, bitte, ein Volumenprofil. Und wenn ich rausgehe, habe ich einen ganz normalen Kerzenchart. Also, es gibt hier keine Möglichkeiten. Wir können uns auch ein bisschen mit diesen Settings spielen. Ja, also, unser Chefentwickler hat einmal vorgerechnet, was es hier jetzt an Möglichkeiten und Kombinationen gibt. Das werdet ihr nie alles durchmachen können. Ja, also, vor allem mit diesem Optionsfenster hier. Du kannst eben vom Text bis auf den Inhalt. Wir können uns aber, wie gesagt, einen Footprint-Chart komplett selbst bauen auch. Ich kann mir hier, das sind die Vorlagen hier. Und wenn ich hier aufs Settings-Fenster gehe, dann kann ich mir aussuchen, was möchte ich denn für einen Content in meinem Footprint sehen. Jetzt sagen wir mal, okay, wir möchten Volumen sehen. Dann kann ich mir aussuchen, wie soll denn das grafisch dargestellt werden. Jetzt haben wir ein Volumenprofil. Ja. Ich kann auch hergehen und mir das Ganze auf Bid-Ask einstellen. Das ist nämlich ganz interessant. Jetzt sehe ich nämlich das Volumen so, was da reingegangen ist. Dann kann ich hergehen, Moment, und sagen, machen wir es einfach einmal vollständige Zeile, ja, dass das da ist. Und dann kann ich hergehen, ich kann noch das Farbschema wählen für meinen Footprint-Chart. Also Delta, das heißt, ich sehe hier nicht an der Zahl, sondern an der Farbe, wo ein Überhang an Verkäufern und Käufern war. Also das ist schon wieder eine Kombination für einige, die das eben in diese Richtung brauchen. Ich schalte jetzt nur geschwind diese Value Area ab, weil die nervt jetzt in dem Moment. Okay? Also ich kann die Farbgeschichte, kann ich mir auf Delta legen. Ich kann mir eben ein Verhältnis vom Volumen geben, dann brauche ich die Zahlen nicht und sehe, wo eben viel gehandelt worden ist und wo nicht. Das ist eher so wie ein, ja, ist so ein man sieht halt gleich die Bereiche, wo mehr Aktivität war. Ja. Man kann aber auch hergehen und kann sagen, ich möchte das Ganze jetzt eine Heatmap haben. Ja. Das heißt, das haben wir, glaube ich, als einziger überhaupt und das macht für einige Anwendungsgebiete macht das Sinn. Ich kann mir jetzt im Prinzip über den Footprint-Chart eine Heatmap legen, ja, und kann mir die wie in einer Heatmap für die Limit Orders, kann mir diese Heatmap konfigurieren. Und hat natürlich einen Sinn, wenn ich jetzt hergehe und ausschalte, dass wenn ich rauszoome, der Footprint automatisch zu Kerzen wird. Das heißt, hier gibt es in den Einstellungen eine Option, Autotransformieren der Kerzen, die nehme ich jetzt kurz mal weg. Und ich zoome jetzt sind wir am 5-Minuten-Chart, jetzt haben wir uns das auf Heatmap eingestellt. Das heißt, große Volumen sollte uns anzeigen als rot, blaue Volumen und dunkel als fast nichts. Und wir zoomen jetzt einfach mal raus. Ja. Und dann kann ich mir natürlich Charts ganz anders anzeigen lassen. Dann kann ich hier drüber fetzen und kann gleich schauen. Schauen wir ein bisschen rein. Und kann gleich schauen, wo viel los war. Ja, am Volumen, am Chartverlauf. Hier kann man natürlich auch einstellen. Und wie gesagt, wir kommen da vom Hundertsten ins Tausende. Am besten ist einfach selbst experimentieren. Ihr seht hier, dass ich hier nichts sehe. Ja, also wir haben hier, das ist ganz klar, 15.30 Uhr, da fängt die US-Session an. Wenn ich den Bereich rausschiebe, seht ihr auf einmal hier was. Hier gibt es ein Setting, das was sagt, der höchste Volumenbereich im sichtbaren Chart ist im Prinzip ausschlaggebend, was rot ist. Ja. Hier kann ich das aber auch fix definieren, dass ich sage, okay,
Ich schaue hier kurz rein, damit ich einen Wert habe, denn was ich euch sagen kann, um 5 Minuten schaue. Also 5000 haben wir hier drinnen im roten Bereich. Ich kann das auch fix einstellen, dass ich sage, alles, was 5000 oder mehr ist, ist im roten Bereich und alles andere schattieren wir runter. Ja. Also es gibt footprintmäßig keine Limitierung in Atlas. Ja. Also und auch von den Heatmaps, die ich hier drüber legen kann. Ich kann aber auch die Heatmap auf Delta anlegen. Das gleiche, was wir uns angeschaut haben, eben mit dem Volumen, kann ich auch auf das Delta rechnen lassen, so dass ich eben im Chart sehe, wo viel Delta ist und wo Minus Delta ist. Gibt es Fragen hierzu? Ah, gute Frage von Salvatore. Kann man mittlerweile 2 Footprints einstellen? Das werden wir sofort machen. Das habe ich euch unterschlagen. Tatsächlich habe ich euch das unterschlagen. Also, um den Ganzen noch ein bisschen an drauf zu legen, haben wir jetzt hier einen Footprint-Chart, den haben wir eben auf Volumen gestellt und der Hintergrund von der Farbe gibt sich je nach Volumengröße eben dunkel zu hell. Die Frage vom Kollegen ist super, weil manche möchten mehrere Informationen haben. Dann gibt es hier diese Option zusätzlicher Footprint. Die kann ich einstellen. Dann habe ich 2 Footprints nebeneinander, die sind jetzt gleich konfiguriert. Aber ich möchte jetzt im anderen Footprint zum Beispiel das Delta haben. Ja. Habe ich die gleichen Einstellungen. Ich kann es profilmäßig, ich kann es volumenmäßig, ich kann es hier einfärben. Und jetzt da habe ich einen Footprint-Chart mit 2, nicht unterschiedlichen, weil sie ja zusammengehören, aber mit 2 verschiedenen Footprint-Modi. Das heißt, ich sehe jetzt in dieser 5-Minuten-Kerze links das komplett gehandelte Volumen. Und rechts sehe ich gleichzeitig, ob es einen Überhang an Marketkäufen oder Verkäufen gegeben hat. Ist interessant. Ja. Also das geht mittlerweile, das ist implementiert. Und mit dem zusätzlichen Footprint hat man ja noch mehr Kombinationsmöglichkeiten, wie man eben diese Footprints einstellt. Gibt es grundsätzlich was? Ich kann euch noch zeigen, was eigentlich, wenn man so ein bisschen auf YouTube schaut und jeder, der was ein bisschen was mit Footprints macht, das ist meistens, ja, ich zeige euch was. Also die meisten arbeiten ja damit, ich schalte das alles mal aus, dann gibt es hier den Bid-Ask-Footprint. Und das ist, man kann sich hier auch den Überhang anzeigen lassen und das ist die Bid-Ask-Imbalance. Das heißt, ich habe ein Verhältnis von Käufern zu Verkäufern und ich kann mir dir hier anzeigen lassen. Da gibt es in den Settings, ich komme glaube ich über diese Settings auch hin. Ich glaube, das hoffen Sie, hoffentlich haben Sie das schon gemacht für mich. Ganz unten, genau, kann ich mir die Bid-Ask-Imbalance, also Ungleichgewicht zwischen Verkäufern und Käufern einschalten. Dann machen wir mal. Ja. Jetzt machen wir mal, keine Ahnung, Bid-Farbe rot, Ask-Farbe grün. Und ich sehe hier anhand meines Filters, den ich hier setze, der ist in Prozent angegeben. Ich sage jetzt nochmal 300%. Ich sehe jetzt hier, ob irgendwo auf diesen Candles dreimal mehr, also 300% von der gegenüberliegenden Seite war. Das heißt, ob hier 36, das wird immer diagonal verrechnet. Ich kann es ja nicht gerade verrechnen, weil Bid-Ask immer diagonal ist. Schaut euch das jetzt live an kurz. Wenn wir hier tickern, ich versuche euch das so groß wie möglich zu machen. Wenn verkauft wird, wird die linke Zahl bedient. Wenn gekauft wird, wird die rechte Zahl bedient. Seht ihr das? Das sieht man jetzt relativ gut. Und deswegen muss man so einen Footprint-Chart im Bid-Ask-Modus diagonal lesen. Das heißt, hier haben wir die Käufer und hier haben wir die Verkäufer. Weil das ja mit der, es geht ja gar nicht anders. Ich kann euch hier noch den, vielleicht fürs Verständnis, schnell, diesen hier noch dazulegen. Im Prinzip zeigt uns ja, der Dom ist exakt gleiche, was hier ist. Das heißt, hier habe ich die roten Limitverkäufer, hier habe ich die grünen Limitkäufer. Und ihr seht, dass wenn ich steigen will vom Markt und was kaufen will, dann muss ich den das wegnehmen und wenn ich was verkaufen will, muss ich das da unten wegnehmen. Das heißt diagonal. Ja, das in der Mitte drinnen, das was hier nicht vorhanden ist, ist das Spread. Das gäbe es auch noch. Wenn ich hier einen Tick Spread hätte in der Mitte, schauen wir mal, ob wir irgendeinen illiquiden Markt jetzt gerade noch erwischen irgendwo.
Hier seht ihr, dass sich hier das Spread hin und wieder ausweitet. Seht ihr das? Das heißt, zwischen Bid und Ask, das ist eben ein dünner Markt, zwischen Bid und Ask kann sich ein Tick Spread reinschleichen. Und wenn der Spread natürlich weit ist und wir sind hier auf diesem Preis und du drückst auf Kaufen, dann hast du gleich einen Tick Minus, weil du ja den da, der was dann nach dem Spread ist, die 5, die er bereitstellt jetzt, den kaufe ich ja eines ab. Ja, das heißt, wenn der Spread aufgeht, ich bin gerade hier, ich sage, okay, Markt kaufen, dann habe ich natürlich eine schlechtere Position. Ja. Weil dann habe ich sie mir um einen Tick teurer abgekauft. Gut, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Gut, sagen wir stehen bleiben bei der Imbalance. Das heißt, mit dieser Bid-Ask-Imbalance, und ihr seht hier in Echtzeit, wie das gerechnet wird, wenn gekauft wird, rechts, wenn verkauft wird, links, kann ich in Echtzeit schauen, welche Seite ist überlegen. Was heißt das? Also, ich habe hier eingestellt, 300%, das heißt, wann ist eine Seite dreimal so stark wie die andere Seite, das möchte man sagen. Dann kann ich mir aber auch noch einen Volumenfilter setzen und das vergessen die meisten und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Eine Bid-Ask-Imbalance von 300% zeigt mir auch an, wenn ein Stück verkauft worden ist und drei Stücke gekauft worden sind. Das ist dann auch 300%. Nur hat das null Relevanz in so einem Markt. Ja, und ich plädiere darauf, dass man sich hier einen Volumenfilter setzt, dass eben kleinere Pakete nicht angeschaut werden von diesem ganzen Berechnungsmodell hier. Also wenn ich hier 500 eingebe, dann fallen schon wieder einige raus, seht ihr das? Also es ist einiges weggefallen. Wenn ich hier 200 eingebe, ist alles, was unter 200 in dieses Kriterium fällt, auch weg. Ja, und je nach Markt schaut es, dass euch eine Filter setzt, die Sinn machen. Und wenn ihr ein bisschen auf YouTube schaut, es gibt extrem viel Content zu diesen Footprint Charts und wie man sich verwenden kann. Ja, viele gehen gern auf diese Stacked Imbalances. Das heißt, was ist das? Das sind Levels, wo sich eben dieses Imbalance, dieses Ungleichgewicht auf mehreren Preisen gleichzeitig niederspiegelt. Ich probiere mal was suchen, schauen, ob wir da irgendwo was haben, was Sinn macht. Also und die meisten gehen hier bei 3 oder 4 Levels, markieren sich die und gehen davon aus, dass dies eine Support- oder eine Unterstützung- oder Widerstandslinie sein könnte. Es gibt auch in Atlas einen Indikator dafür, der euch das automatisch einzeichnet, diese Levels. Schauen wir mal, kurz ein bisschen weiter rauf auf den M15-Chart und schauen wir mal, ob wir was finden. Auch ganz wichtig zu verstehen, ganz, ganz wichtig, weil wir bei Footprints sind. Natürlich, umso höher mein Timeframe wird, umso höher werden meine Zahlen hier drin. Das ist hoffentlich klar, weil wenn ich einen 1-Minuten-Chart habe, dann habe ich zwar einige Minutenkerzen an Footprints, komme wieder an dasselbe Level, hier zum Beispiel. Wenn ich hier aber eine Stundenkerze habe, dann wird das, was da drinnen ist, hier mit, also das ist ja alles mit drin. Das heißt, wenn ich eine M15-Kerze habe, habe ich natürlich hier mehr Volumen angesammelt in der Zeit, weil sich der Preis die ganze Zeit auf und ab bewegt, als wenn ich einen M5-Chart habe oder einen M1-Chart. Ich hoffe, das ist für die Neuen auch einigermaßen klar, weil das ja ein konstanter Fluss an Daten ist. Das heißt, jede Sekunde gehen da ja zig Kontrakte durch, die werden hier abgetragen. Und das ist im Prinzip nur, wie ich es verschachtel. Das heißt, ich nehme hier quasi einen Ein-Tick-Chart her, nehme jede Information vom Tape und fülle hier M15 Kerzen damit. Das ist, wie das funktioniert. Ja, das heißt, der Datenfeed, der für euch eigentlich quasi unlesbar ist, ich kann euch das zeigen, wie so ein Datenfeed ausschaut, wenn man nicht aufbereitet. Ja, das ist ja schon aufbereitet von Atlas für euch, aber jetzt zeige ich euch kurz den Datenfeed, wie der ausschaut, wenn er nicht aufbereitet ist. Und jetzt ist aber nichts los. Ja, jetzt ist 18.55 Uhr. Es ist kaum Volumen da. Es ist nichts da. Es ist relativ ruhig auf den Märkten. Es ist nichts los. Es wäre unmöglich, diese Daten vom Gehirn her irgendwie noch zu verarbeiten. Ja. Und das, was hier passiert, das Ganze, das wird hier in Echtzeit abgetragen.
Also hier wird geschaut, wird gekauft, wird verkauft, was war hier an den Limits und so weiter und so fort. Und das wird in den Footprint abgetragen und je nach Modi. Und wir haben eben diese Footprint-History, die wir haben, ich weiß nicht, es gibt schon 10 Jahre Historie bei uns, ja, wo ihr wirklich Tickvolumen, das heißt das Volumen am Tick zu dieser Zeit, an diesem Tag genauer sagen könnt, wo, wie viel, wann hingehandelt worden ist, ist ja nicht nur wichtig für Research, ist ja auch wichtig, wenn ich automatische Handelssysteme habe. Ja, es bringt mir im Prinzip wenig oder heutzutage weniger, wenn ich ganz normale Kerzen habe, da kriege ich gleich mal 30 Jahre Historie irgendwo bei irgendwelchen Anbietern, aber Tickvolumendatenhistorie kriegst du nicht bei jedem Anbieter. Ja, und das ist bei uns eigentlich für fast alle Werte, ich glaube ja mal. Ja, es werden 10 Jahre sein, wo wirklich diese genauesten Tickdaten mit Volumen und Delta hinterlegt sind bei uns. So, der Salvatore fragt, wie sich das mit dem Scale darauf auswirkt, kann ich dir ganz genau zeigen, nämlich gleich. Ja, Atlas rechnet das mit Scale um, aber jetzt möchte man mal alle nicht zu sehr verwirren. Es rechnet auch das Orderbuch um. Ich zeige euch das. Das ist eine gute Funktion. Braucht aber nicht jeder. Ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, Scale ist eine Funktion, wo ich zeige es einfach am Nasdaq, weil es einfach gut ist, am Nasdaq herzuzeigen. Also, wir springen rüber am Nasdaq. Jetzt sind wir am Nasdaq. Und der Nasdaq rennt ja im Prinzip, lass mich schauen, also der hat ja auch eine Vierer, ne? Also 0, 25, 50, 75, 0. Das heißt, von 67 auf 68 sind es 4 Ticks. So, sofern ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Was macht Scale? Das ist diese versteckte Funktion hier oben. Also jetzt ist das Auto 1, das heißt Original. Wenn ich das Scale hier auf 4 stelle, und lasst sich jetzt bitte nicht verwirren, stellen wir es auf 4 und übernehmen das Ganze, habe ich jetzt im Prinzip am Nasdaq volle Punktbewegungen hier auf der Preislinie. Seht ihr das? Das heißt, Atlas nimmt für euch immer wieder 4 Ticks, also von der Distanz her vom Markt 4 Ticks und rechnet die auf einen Preis nun zusammen. Hat natürlich den Vorteil, ich kann besser analysieren, vor allem in dünnen Märkten kann ich besser analysieren, was das Volumen angeht, was das Delta angeht, weil ich ja jetzt zusammengefasst habe, wo was passiert. Ja, das heißt, alles, was hier zum Beispiel diese minus 4, was ich hier stehen habe, ja, das hat sich auf 4 Ticks abgespielt und ist zusammengeführt worden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu steil für euch, aber das ist ein gutes Feature und das ist wichtig. Ja, und es werden eben Footprints zusammengezählt und es wird aber auch das Orderbuch zusammengezählt. Du siehst hier, der Nasdaq hat ja, stellen wir wieder zurück, im Orderbuch 6 Stück, 7 Stück, 4 Stück und so weiter. Hier oben sind die 45. Und wenn ich das auf 4er Blöcke zusammennehme, ja, wir gehen jetzt hier auf 4, dann habe ich hier eben oben den Bereich in 4 Ticks, wo ich die 70 gehabt habe, sind jetzt da 4 Ticks zusammen mit 123. Und ich sehe das. Was passiert jetzt aber, wenn ich hier eine Order rein tue? Das ist auch ganz einfach. Jeder Tick nach oben oder unten auf diesem Chart, der was vierfach komprimiert ist, sind 4 Ticks am S&P. Ja. Also wir können hier schnell was reinschießen. Dann schauen wir uns das an. Seht ihr? Da muss ich schon was tun. Da muss der Markt sich jetzt da im Prinzip mehr bewegen. Ihr seht die PNL schon, aber es ich hoffe, ihr versteht das. Es tut sich nichts. Ja. Ein Tick Bewegung in dem Chart sind 4 Ticks PNL quasi. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar, was das betrifft. Also ich kann hier aber auch hergehen, das ist jetzt nur 4, weil beim Nasdaq sich das gut durch 4 teilen lässt. Ich kann ja auch sagen, ich möchte es auf 10 haben. Dann schaut das Ganze halt so aus. Ja, dann ist der ganze Nasdaq jetzt da immer wieder in 10er Portionen zusammengefasst, auch die Markttiefe, auch diese ganze Geschichte. Das ist, man muss da wirklich ein Research machen, je nachdem, wo macht das Sinn? Wo macht denn das am meisten Sinn, dieses Scaling? Das kann ich euch sagen. Das ist bei manchen Aktien, macht es natürlich überaus Sinn, dass man Centbeträge zusammenfasst.
Aber wo macht es noch Sinn? Es macht überaus Sinn, wenn man hergeht und das bei Bitcoin und Kryptos, die haben ja natürlich solche Kerzen. Also wenn man da reinschaut und einen Bitcoin-Chart aufmacht, das sind ja elendslange Kerzen. Ja, weil die ja da geht ja was weiter. Und da haben wir eben dieses Auto-Feature und ich kann euch kurz zeigen, schauen, ob ich es euch zeigen kann, bevor wir hier, aufhören. Das ist der Future, das macht keinen Sinn. Jetzt nehmen wir einfach Binance, Bitcoin, so, irgendeinen Bitcoin von der Binance. Gut, Binance Futures. Machen wir auf. Kann ich nicht handeln, ist mir klar. So. Hier geht Atlas her und checkt das automatisch, hat es auf 10 gestellt. Wenn ich den Bitcoin-Kurs auf der Binance-Börse im Original sehen würde, dann muss ich einmal einen Zoom-Party machen. So, das ist jetzt eben der Originalkurs vom Bitcoin, also so wie er sich darstellt. Und ihr seht, es geht halt viel weiter. Und wenn ich hier im Hergehe und sage, im Prinzip, ich habe es euch nicht richtig gesagt, es war noch eingestellt. So, das sind die Kerzen, wie sie sich original darstellen. Also von den Preisschritten her, wisst ihr, das ist, schaut, was da los ist. Ja. Und ob das dann Sinn macht, dass man ein Volumen oder ein Delta analysiert, das so in einer Kerze ausschaut. Wir haben ja viele Nullen auch, weil hier einfach im Orderbuch nichts war. Ja. Seht ihr das? Das macht ja null Sinn. Und bei illiquiden Instrumenten, und dazu zähle ich aber den Nasdaq und zähle den FDAX genauso dazu, ist es unter Umständen ganz sinnvoll, dieses Tool zu verwenden und das Ganze zu komprimieren. Ist für diese Bitcoin-Geschichten noch immer der Knüller, aber man sieht halt in der Mitte drin hin und wieder, wann sich was tut. Also das ist komplett für, ich bin kein Fan von diesen Kryptobörsen, aber für den FDAX und für den Nasdaq, vor allem für den Nasdaq, macht es auf jeden Fall ordentlich Sinn, weil ich sehe ja mit dem Scaling nicht nur, was sich im Orderbuch tut, besser, ich sehe ja auch besser, was sich in der Markttiefe tut. Das heißt, wenn ich eher ein schneller Finger bin, dann sehe ich hier Pulling und Stacking besser, ja, als wenn ich hier nur zwei, drei, vier Kontrakte drinnen hätte. Es ist so schon schwierig, aber das gleiche Feature gibt es auch im Smart Dome. Ja, und da kann ich Pooling und Stacking verwenden. Das schauen wir uns dann beim anderen Webinar an, was das genau ist. Da wird man in Echtzeit eben gezeigt, wie viel aufgeladen oder abgezogen wird. Gleichzeitig hast du aber im Blick, wie viel Market hier reingetradet wird. Das ist eher für die kurzfristige Partie, aber das macht natürlich Sinn, dieses Scaling zu verwenden. Gut, hier gibt es noch ein paar Fragen. Der David fragt, findest du ein Beispiel mit der Bid- und Ask-Einstellung? Ein gutes Beispiel, wo man Extrempunkte sieht. Ich glaube, du meinst diese Stacked Imbalance-Geschichten. Ja, ich werde das jetzt verkürzen, weil wir haben einfach nicht mehr die Zeit dafür und nehme jetzt einfach ganz frech den Indikator, was wir dafür haben. Das ist dieser Imbalance-Filter. Stacked Imbalance. Da kann ich genau das Gleiche definieren und ich kann es dann im Footprint-Chart anschauen. Das heißt, ich möchte haben eine 300-prozentige Ungleichgewicht. Ja. Ich möchte aber zusätzlich haben, dass das auf drei Preisen stattfindet. Und ich möchte es jetzt dann nicht am Nasdaq haben. Ich möchte es jetzt am S&P 500 haben, damit wir irgendwas finden auch einmal. So. Und das stellen wir jetzt dann wieder auf Auto und gut. So, der Indikator hat da schon was gefunden. Mit der Grundeinstellung, da kann man sich das anschauen. Dann kann man eben sagen, ich möchte hier, dass zwei Levels haben, die stacked sind, drei Levels haben mit 300% und ich möchte vier Levels haben mit und so weiter und so fort. Ich kann mir hier einen Alarm senden lassen und schauen wir mal ein bisschen zurück in die Historie, ob man Vierer-Level irgendwo gehabt hätten. Ich kann mir das auch einstellen, dass das nochmal getestet wird. Das heißt, es zeichnet sich so lange, bis die Kerze das testet und dann verschwindet das. So, anhand, dass ich jetzt das eingestellt habe, brauche ich natürlich nicht jede Kerze durchsuchen, um so ein Level zu finden. Ja.
Achtung, hier muss man aufpassen. Ich habe das Bid-Ask vom Footprint anders eingestellt wie vom Indikator. Aber das wäre eben so ein Level. Ja. Hat in dem Fall nicht gehalten. Es gehen halt manche Schulen davon aus, dass wenn du solche Levels hast, ja, dass diese als Widerstand fungieren und dass der Kurs davon abprallt. Es gibt ja zig verschiedene Strategien und Tools dafür. Ja, aber für das bin ich da, dass ich hier Strategien bespreche. Norbert, also Scale gut für DAX auf jeden Fall. Der Carsten fragt, ob ich Informationen zum Black Friday Angebot scheren kann. Es sind alle Informationen, soweit ich weiß, online auf der Seite von atlas.net gibt es einen Black Friday Button. Es gibt Lifetime-Versionen, Monatsversionen, unvergünstigt und so weiter und so fort. Bitte hier nachschauen. Costa fragt, und ich werde das jetzt so vorlesen, wie er schreibt, Bookmap kaufen zum Black Friday oder auf euch warten zum Thema Heatmap. Ich würde mir das Geld einfach sparen. Ich sage es so, wie es ist. Es ist die Heatmap von Atlas, also die Level 2 Daten. Alles, was im Orderbuch passiert, ist historisch. Da sind wir gerade dabei. Und das ist im Prinzip das Killer-Feature von Bookmap. Und das haben wir in Kürze in Atlas. Und es wird auch in Zukunft relativ interessante Tools zum Iceberg- und Stop-Runs-Tracken geben. Auch in dieser Heatmap. Wenn Geld wurscht ist, dann kauf beides. Es zahlt sich nicht aus. Ja, also wir sind hier dran, dass man eben den Dom auf ein Level bringen, wo selten wer noch kann, und das nächste, was wir angehen oder was wir schon angehen, ist eben auch die Heatmap. Wir möchten da einfach ein Produkt mit Atlas bringen, das was eben nicht irgendwas ein bisschen gut kann oder so wie die anderen, da geht eben nur der Dom gut, bei Bookmap ist nur die Heatmap gut. Wir möchten da wirklich ein Gesamtprodukt haben, das was herzeigbar ist und nicht 5, 6, 7 Tools laufen haben müssen, weil jeder irgendwas gut kann. Ja. Der Carsten fragt, ob es einen Indikator für Markttrends gibt, typische 1, 2, 3 Anzeige. Also ich persönlich verwende den Zickzack für so Sachen, damit ich einfach ein bisschen abschätzen kann. Ich meine, das passt jetzt überhaupt nicht dazu. Es gibt auch schon, weiß nicht, 200, 300 Indikatoren. Ich weiß unmöglich alle und habe noch nie alle probiert, ganz ehrlich. Aber ich verwende gern diesen Zickzack Pro. Warum verwende ich den gern? Erstens sehe ich dann gleich von der Struktur her. Man kann das einstellen, wie der rechnet, von den Prozent her. Also ab wie viel Prozent, dass er Hochs und Tiefs reinnimmt. Ich sehe aber mit diesem Indikator genauso, wenn ich einen Trend habe, denn was ich hier jetzt ja, Moment, auch ein Beispiel, ist egal, machen wir es einfach so. Wir bilden uns jetzt ein, das ist ein stabiler Trend, so einfach geht's. Ich sehe hier eben diese Trend-Lags, also diese Impuls- und Korrekturbewegungen. Ich sehe, wie viel Volumen diese Bewegung gemacht hat, wie viel Zeit das sie braucht hat, wie viele Ticks. Das Delta in dieser Bewegung ist auch interessant. Und dann kann man natürlich anschauen, neben der Trendbewegung, wie stark sind denn diese Korrekturen zum Beispiel? Nehmen diese Korrekturen vom Volumen her ab und so weiter und so fort? Das gibt ja das, dieser Zickzack Pro, und der ist auch frei konfigurierbar. Also ich selber brauche ja das meiste Zeug, was hier drinnen ist, nicht. Aber es gibt halt viele andere Leute, die so Sachen brauchen. Ja, also mir ist herzlich wurscht, wie viele Kerzen das der da braucht hat für die Bewegung. Und ich kann das eben einstellen. Ich kann mir die Zeit und den Versatz und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist für mich zum Beispiel immer eine kleine Hilfe, um zu sehen, wie es mit den Trendbewegungen ausschaut und wie sie die vom Volumen her auch verhalten. Ich hoffe, das war einigermaßen. So, den Carsten haben wir. Bitte gerne. Ich denke, wir sind durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja. Sonst schreibt es mir, sonst fragt es mich beim nächsten Webinar. Ich bin für diese Sachen alle offen und share gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann übergebe ich mal zum Nelson. Also mir hat es gefallen, wie immer. Und vielen Dank, lieber Michael, für das Webinar heute. Wirklich sehr informativ. Ich weiß jetzt schon, dass gleich und morgen schon die Fragen bezüglich Aufzeichnung kommt. Also wir werden es versuchen, morgen schon alles online zu stellen, sodass Sie das Ganze dann nacharbeiten können. War ja wirklich sehr viele wichtige Informationen heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, für auch ja, das aktive Mitmachen hier im Chat.
und wünsche natürlich einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche, beziehungsweise nicht vergessen, morgen ist ja dann Thanksgiving in Amerika und Freitag dann ebenfalls der Handel eingeschränkt. Und nichtsdestotrotz wünsche ich noch viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Danke, Michael, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Oh.